Ich hab so Bock. Weiter geht's mit Panzer 4 gegen. Oh, General Alexander, das wird könnte echt schwer werden. Gegen mich haben Sie keine Chance. Weil ich hab Panzer, wie soll ich denn da hinkommen? Was ist? Können wir anfangen? Da müssen wir wenigstens hoffen, dass die Atomraketen wieder einen gescheiten Timer haben und nicht wieder auf 12 Minuten hüpfen, wie in der letzten Mission. Sondern maximal 6. Jetzt sehe ich ein Licht am Himmel. Ja, ich weiß nicht, ob das so leicht wird. Emperors sind gar nicht mal so entscheidend hier, das ist schade. Oh Mann, tut mir leid, General, aber so sag ich nur mal Hallo. Vor allem können die wohl ausrichten gegen diese Patriot-Batterien von ihr? Ich befürchte das nämlich auch nicht. So, jetzt habe ich das vielleicht ein bisschen falsch gemacht, aber komm, kann man nichts machen. Also ich hätte zuerst mal den Bulldozer bauen sollen. Den Fehler mache ich ja sonst eigentlich nie. Aber die Musik, die freut mich immer hier. Aber es ist halt echt blöd, wenn man auf so einer Insel ist und nicht an den Feind rankommt. Upgrade verfügbar. Yay, ich habe ein Upgrade. Da geht die Dings raus. Die Radar, das Radar. Hallo. Oh, Sie sind noch da, General. Sie könnte mich jetzt voll leicht erledigen. So, ich brauche erstmal sowas, was sowieso tausendmal kaputt gemacht wird später, weiß man doch. Dann stellen wir hier irgendwo eine Kaserne hin. Die hält wahrscheinlich auch nicht so lange durch. Und dann hätte ich noch gerne zwei Sammler. Es läuft nicht optimal, aber was kann man schon erwarten? Schön für Sie. Erfahrungen sind immer gut. Ja, bauen wir sowas hin. Das hat doch auch geklappt beim ersten Mal. Moment, ich brauche sowas. Und noch mehr Kraftwerke. Auf jeden Fall genug Kraftwerke. Ich habe keine Lust, ohne Strom dazustehen irgendwann. So, hier rüber bitte. Genau da will ich euch haben. Ist schon fertig. Sehr schön. Ich brauche eine Atomrakete. Dafür brauche ich eine Propagandazentrale. Dafür brauche ich eine Waffenfabrik. Man braucht so viel. Dann stellen wir es halt hier hin und hoffen, dass es mal nicht kaputt gemacht wird. Träumen darf man ja noch. Wir warten auf Sie, General. Was machen Sie denn? Noch ein drittes Gatling-Geschütz sollte dann reichen. Bis die mal da sind, ne? Propagandazentrale. Ach, hier ist sie. Da ist sie. Wo stelle ich die hin? Die ist ja nirgendwo sicher. Naja, dann müssen wir es halt probieren. Ob sie da durchhält. Einer hier und einer da. Dann ist das alles wunderbar. Ich hätte gerne noch hier so eins. Und drei reichen normalerweise. Es sei denn, sie kommt da rechts lang. Aber ich glaube, die kommt meistens frontal. Genau das habe ich gemeint. Wollten Sie mich mit diesem Spielzeug aufhalten, General? Das ist echt nervig. Sie denken, ich verstecke mich. Aurora-Bomber am Arsch. Nein, ich treffe Vorbereitung. Kostet nur Geld. Sind Sie jetzt zufrieden? Yay, jetzt bin ich zufrieden. Bisschen. Bau das mal weiter auf. Solange er dann immer hier oben hingeht, der Aurora-Bomber. Wahrscheinlich würde er sonst irgendwie auf meine Kaserne gehen. Deswegen ergibt es vielleicht dann doch Sinn. Jetzt kann ich mir schnell eine Atomrakete bauen. Die stellen wir dann irgendwie hier hin. Die hält ja ein Partikelstrahl schon mal aus. Wenigstens das. Ich sag das gerne, wenigstens das. Lasst mich. So. Und direkt reparieren. Und da ist es repariert. Und dann nochmal nur Göttlingeschutz. Nee, weiß ich nicht, denn ich kann ja überhaupt nicht in die Zukunft sehen. Im Gegensatz zu dir, hm? Emperor, was soll ich mit dem jetzt? Ich könnte versuchen, mit dem halt die Partikelkanone zu erreichen. Aber ich befürchte echt, diese Patriot-Batterien werden den schon direkt außer Gefecht setzen. Das müssen wir mal ausprobieren, ich weiß es nicht. Ich werde einfach mal speichern, einbauen und dann gucken wir mal, was das bewirkt. Ich meine, einen kann ich sowieso gebrauchen, hier links als Verteidigung. Das hat doch nicht wehgetan, oder? Ah, das nervt. Wieso gehen die da einfach dran vorbei? Was ist das denn? Was soll das denn? Ich mache meine Sammler kaputt. So, ich brauche mal wieder einen Bulldozer. Die haben zwei meiner Gatling-Geschütze zerstört. Mir doch egal, was dich schreckt. Webzentrum.
Kann ich das noch hier irgendwo hinbauen? Schön nah ran an alles andere. Da ist natürlich sinnvoll, das hinzustellen. Na gut, machen wir aber. Ich riskiere es mal. Strom brauche ich. Aha. Kaserne ist weg. Und dann aufs Webzentrum. Aha, das konnte ich selber noch zerstören. Eventuell habe ich schon noch ein bisschen Geld bekommen. Oh! Hat sie noch den Bulldozer erwischt, aber macht ja nichts. So, direkt nochmal. Das war ja lustig. Ich will wissen, ob die Patriot-Batterie irgendwas ausmacht. Wenn ich nah rangeht, kriegt er mich nicht, oder? Meine beste Superwaffe ist mein Gehirn. War das nicht so? Ja, er kann nichts machen. Edgy Badge. So. Wollen wir das mal wieder hin? Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber machen wir mal. Dann holen wir noch direkt einen neuen Bulldozer, denn der ist eh gleich wieder kaputt, wie wir wissen. Und die Kaserne wieder hin. Hat doch funktioniert. Jetzt will ich echt wissen, ob die Patriot-Batterie mich beeinträchtigt. Wenn sie mal schießen würde. Schießt die normalerweise nicht irgendwann mal? Oh ne, die geht schon an meinen Bord. Ja, das hat sich ja gelohnt. Das wollte ich eigentlich nur wissen. Dann lade ich jetzt einfach nochmal. Alles umsonst gewesen sonst. Also so einen kann ich da schon hinbauen, aber der ist nur für die Basisverteidigung. Für die Partikelkanone brauche ich anderen Kram leider. Das hat doch nicht wehgetan, oder? Oh, das nervt die. Gehen die wieder auf meine Sammler? Klar doch. Diesmal nur einer kaputt. Schön, dass das Gatling-Geschütz so weit kommt. Der Krieg ist kein Zuckerschlecken, General. Da sagst du nichts Neues. Gatling-Geschütz brauchst du und dann stellst du dich hier hin als Verteidigung. Ich denke, so ein Emperor ist ja schon sehr gut. Hilfreich. Oh, ich sollte vielleicht erstmal ein bisschen Strom erzeugen. Taktische Überlegenheit ist alles, General. Moment, ich zeig's Ihnen. Ah, diesmal wieder, aber diesmal auch die Propagandazentrale, hä? Ihre Kasernen Vorsicht. Gefallen mir irgendwie nicht. Nein, sie hat irgendwie Scheiße gebaut. Sie hat nichts erreicht außer eine Kaserne. Selber schuld, würde ich mal sagen. Zu wenig Geld, dann bauen wir eben eine Kaserne hin. Zack. Jetzt kannst du da weiterbauen. Alles gut. Solange kein Infiltrator dabei ist, da war doch keiner, nur ein Kundschafter. Und ein Kundschafter kann, glaube ich, nicht. Was war das denn? Oh nein, da wurden sie abgesetzt. Wieder ein perfekter Angriff. Auf den da, auf den Kundschafter. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Kriegt er den mal klein? Danke. Ist der schwach, Mann. Mann, ist der schwach, Mann. Jetzt habe ich ein Problem. Immerhin der Kundschafter ist weg. Aber einen hat er von mir noch gekillt. Was ist das für ein Scheiß hier? Bullshit. Ja. Ich befürchte auch. Wie soll ich denn jetzt die... Wenn die schon gerade abgelenkt sein sollten, dann kann ich den nebenbei... Den da. Wenn er mal schießen würde. Einheit verloren. Hat er den klein bekommen? Wenigstens das. Scheiße, ey. Ich hätte gerne meine Bordtürme behalten. Warum halten die so viel aus? Warum sind meine Panzer so schwach? Nicht mal als Basisverteidigung sind die ja ziemlich zu gebrauchen. So, jetzt haben wir aber mal Ruhe hier. Und einen Bordturm zumindest gesichert. Nervig. Gut, drei Gatling-Panzer sollten da ausreichen. Können wir jetzt endlich mal ein Webzentrum bauen? Ich habe wirklich Besseres zu tun. So, irgendwie dahin. Das sollte nämlich ein Partikelstrahl zumindest aushalten. Dieses Webzentrum. Und dann, wenn ich irgendwann Geld hätte, könnte ich mir auch einen Hacker bauen. Sonst habe ich nämlich bald kein Geld. Immer auf meinen Bulldozer. Immer wieder. Und der kostet immer wieder 1000. Das ist doof. Ich muss nochmal befördert werden für Artilleriebeschuss. Diesmal wollten sie lieber das Kraftwerk kaputt machen. Dankeschön. Was mache ich jetzt? Ich mache noch ein Kraftwerk irgendwo hin. Wenn ich das hier hinstelle, wird es dann einfach ignoriert. Wäre doch voll toll. Ich weiß es aber nicht.
Ich brauche halt Atomraketen noch. Mindestens eine noch. Kann man die da was hier hinbauen? Ich habe sowas von wenig Geld. Ich würde erstmal weitere Hacker bauen wollen. Gleich ist schon wieder ihre scheiß Partikelkanone zweifach bereit. Hacker. Gerade am wichtigsten. Ich hoffe nur sehr, dass dieses Gebäude hier, obwohl es auf dem Präsentierteller steht quasi, dass es trotzdem in Ruhe gelassen wird. Sonst wäre das ganz unpraktisch. Die Partikelkanonen werden mir schon angezeigt, also ich muss nicht irgendwie noch mehr Radaraufklärung, Satellitenzugriff besorgen. Bin gespannt, wo sie angreift. Ja, ich bin gerade dabei, das zu korrigieren. Mit deinen blöden Flugzeugen nervst du nur. Warnung. Mit der Partikelkanone. Partikelkanone aktiviert. Aha. Das ist ja nicht so schlimm. Eine Kaserne und ein Kraftwerk. Das kann ich gleich wieder aufbauen. Ich habe ihre Taktik analysiert und frage mich, oh nein, die geht nicht mit beiden Partikelkanonen drauf. Nee, ich hatte schon ein bisschen Angst. Alles gut. Das kriegt sie nicht klein. Da habe ich jetzt nicht so viel Verlust so durchgemacht. Alles in Ordnung. Der Vorteil, werden die Gebäude weit genug voneinander wegstehen. Bauen wir hier noch ein Kraftwerk hin. Die sollen eh nicht hier oben sammeln. Was soll das? Ihr könnt direkt hier sammeln. Vor der Haustür. Oh, die nerven mir. Glückwunsch, General. Jawohl. Das ist wichtig. Komm, kann es mal bitte ausgewählt werden? Danke. Die erste Partikelkanone ist gleich hinüber. Da guckt ihr dann doof. Brauchen wir wieder mal ein Kraftwerk hin. Und ich hole mir direkt den nächsten Bulldozer. Du baust mir hier wieder ein paar von hin. Mal gucken, wie lange diesmal das klappt. Nee, ich habe direkt einen neuen. Da gucken sie doof. Jetzt brauche ich nur noch genug Geld für noch eine Atomrakete. Wo baue ich die hin? Hier irgendwo. Kommen bestimmt wieder gleich aus der Luft. Ja, das kannst du mal reparieren und dann wieder in Sicherheit, bitte. Das kannst du auch reparieren, das ist schon wieder repariert. Haben die wenig Schaden genommen. So, ich habe ganz vergessen, jetzt kann ich angreifen. Ich greife erst mal oben die Partikelkanonen an, sonst mache ich es ja immer anders. Ist bereit, General. Aber vielleicht kann ich ja doch zu Fuß irgendwie an die untere gehen. Zumindest theoretisch. In der Praxis vielleicht eher nicht. Sie haben für dieses Gebiet keine Sicherheitsfreigabe. Und Ruhe von der da. Macht ja eh keinen Unterschied, weil alle denselben Timer haben. Und Ruhe. Dankeschön. Eine weniger, die wird auch nicht nachgebaut. Und hier könnte ich, wenn die Patriot-Batterien nicht wären, oder ein Flugfeld bauen, aber das ist jetzt auch nicht so meine Idee, die können auch nicht mit den Patriot-Batterien gut klarkommen. Und dann ist da noch ein Avenger. Ich hasse es. Was machen die denn hier für ein Radau hier? Das ist doch scheiße. Da war aber mal wieder ein Kraftwerk. Das müssen wir jetzt irgendwo anders hinstellen. Das wird auch nicht lustiger. Das wird überhaupt nicht lustig. Aber die kriegen es nicht klein. Das ärgert sie bestimmt. Ich kann halt nichts gegen die tun, gegen die Aurora-Bomber. Die sind unverwundbar auf dem Hinweg. Das ist einfach nur unfair. Aber nur solange ich die nicht habe. So, bauen wir da ein Kraftwerk hin. Also einmal kann sie noch abschießen, dann hat sie nur noch eine Partikelkanone, wenn alles gut läuft. Alter, könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Das wollten sie aber jetzt echt nicht zulassen. So, dann bauen wir es halt direkt wieder hin. Jetzt habe ich so wenig Geld. Nicht, dass ich versehentlich eine Kaserne wieder baue. So Kram passiert mir ja manchmal. Selten, aber kommt vor. Jetzt müssen wir leider erstmal sparen auf dem Nachschublager. Das ist doch scheiße. Sammelt mal schneller, Jungs. Ach, ich kann schon. 1500 kostet es ja nur. Die haben halt alle Sammler. Okay, einer hat noch was überlebt. Der kann es aber nicht abliefern, seine Ladung. Dafür braucht er zwingend ein Nachschublager. Warnung,
Partikelkanone aktiviert. Das wird auch nicht lustiger. Einheit verloren. Genau auf dem Bulldozer. Hätten Sie das noch gebraucht? Haben die irgendwas Wichtiges gerade zerstört? Kraftwerke mal wieder. Das können sie ja nicht lassen. So, haben wir noch eine Kaserne wieder direkt. Da war nur ein Kraftwerk sonst, oder? Eigentlich hat die nicht viel erwischt wieder. Wieder ein Kraftwerk und eine Kaserne, das macht die immer wieder. Oder nee, da war eine Propagandazentrale, das ist schlecht. Die hätte ich eigentlich gerne behalten. Jetzt kann ich auch keinen Hacker bauen. Ja, weil ich eine scheiß Propagandazentrale brauche. Geil, 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 geil. Müssen wir die irgendwo noch hinbauen erstmal. Mal wieder hier hin. Das wird knapp, 10 Sekunden nur, 11. Ist mein Timer geringer, aber wenn ich schnell genug bin, dann schaffe ich das. Ich brauche ein Kraftwerk. Stellen wir wieder hier oben hin. Dann nimmt er schön ein bisschen das Feuer auf sich. Yay, da ist jemand befördert worden. Jetzt geht's aber ab hier. Euer Flugfeld ist als nächstes dran. Ich muss nicht mal hier irgendwas upgraden, weil ich keine Emperors brauche in dieser Mission. Das ist ein bisschen schade. Es geht eigentlich nur um Atomraketen. Deswegen ist es ein bisschen langweilig, die Mission. Das sieht nicht gut aus, General. Ich habe gleich gesagt, dass Sie verlieren. Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Guck mal, hier, ich kriege immer mehr Geld. Also irgendwann hast du keine Chance. So, drei davon noch. Einer kommt da noch rein. Einer, ein Bulldozer stellt sich da mal als Kanonenfutter hin wieder, wie immer. Weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist oder ob die sowieso so oft kommen, bis sie alles erreicht haben, was sie wollen. Noch habe ich hier Ressourcen, aber nicht mehr viel. Rein da. Das Webzentrum darf ich nicht verlieren. Wo stelle ich die hin? Irgendwo hier hin. Ganz viele Hacker will ich noch. Wobei ich jetzt erstmal mich um die nächste Atomrakete kümmere langsam. Wobei ich gar keine zweite brauche, theoretisch. Ich kann einfach abwarten. Da muss ich halt nur noch einmal, muss ich sowieso noch einmal den Angriff ertragen. Aber nur noch von einer einzelnen, denn die eine mache ich jetzt gleich kaputt. Zumindest ist es geplant. Kriegst du nicht hier noch so ein Gatling-Geschütz hin? Wäre auch nicht schlecht. Hacken bitte. Eine Minute noch. Eine. Ja, ich speichere auf jeden Fall nochmal. Nicht, dass jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Was machen Sie denn? Und du kannst da mal die nächste Atomrakete bauen. Die greifen gar nicht mehr an hier aus dem Hinterhalt. Die haben gemerkt, das hat keinen Sinn. Ne? 5000 kostet die. Die war billiger als Nuklearwaffengeneral. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel. So, ich will es nicht zu früh machen, weil die ja repariert wird. Aber jetzt so langsam, denke ich mal, kann ich angreifen. Alle hacken. Bleibt doch beim Hacken, der stellt sich erstmal auf, macht ein Päuschen und dann hackt er wieder weiter. Gut gemacht. Sie denken, ich verstecke mich. Nein, jetzt soll das noch ausreichen, die Zeit. Komm, komm, komm. Ich habe schon fast die Hoffnung gehabt. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Wir haben eine das wird eng. Rakete gestartet. Vielleicht kann sie gerade anfangen anzugreifen, aber sie kann den Angriff nicht zu Ende führen. Nee, sie kann gar nicht angreifen. Warnung. In dem Moment, wo sie angreifen wollte. Edgy Badge. Geht da mal in Sicherheit. Was steht da dann da rum? Oh, weg da. Ja, eine Kaserne, die macht mir nichts. Nicht mal ein Kraftwerk ist zerstört worden. Ah, die verfolgt mich. Nee, tut sie nicht. Oh, die Ressourcen sind alle. Da bin ich ja gerade rechtzeitig hier. Mit meinen Hackern am Start. Haben wir noch eine Atomrakete. Du machst mir noch irgendwo ein Kraftwerk hin. Hier wieder schön auf dem Präsentierteller, aber was soll man machen? Ich brauche noch mehr Hacker, auf jeden Fall. Ich weiß sehr wohl, was mich erwartet. Oh, sie hat doch noch eine Partikelkanone frei, weil meine Atomrakete einfach so lange dauert. Da war ja was. Dauert ja 6 Minuten statt 4. Das ist ein bisschen unfair, aber egal. Ein Strahl halte ich noch locker aus. Und bis dahin habe ich sogar 2 Atomraketen. Ja, ich brauche ja sonst eigentlich nichts.
Deswegen kann ich nebenbei an sich noch irgendwelche Späße machen. Zumindest noch mal ein bisschen mehr Basisverteidigung. So, oh, ist die teuer. Stellen wir die auch hier in so ein tolles, tolle Raute. Die Raute der Macht. Hier könnt ihr noch mehr hinstellen, aber ich glaube, da reichen die Gatling-Panzer schon aus. Juhu, wir haben noch eine Atomrakete. Jetzt hat sie keine Chance. Ah, da kann ich sogar sowas noch hinbauen. Das dachte ich mir auch am Anfang. Aber man hat halt nicht unbegrenzt Platz. So, wenn die nochmal mit Aurora-Bombern kommen, hoffe ich mal, dass ich da mich ein bisschen besser verteidigen kann. Dass sie zumindest den Rückweg nicht überleben. Jetzt einen Emperor bauen und einfach dahin marschieren, aber es funktioniert halt nicht. Einmal von so einem Ding hier getroffen, ist man deaktiviert. Das ist irgendwie blöd. Zum einen ist diese Karte blöd wegen der Insel. Wenn man hier auf einer Insel ist oder sie ist auf einer Insel, da kommt man schwer hin. Selbst mit Flugzeugen nicht. Auf die hier. Der Kundschafter ist ja fast schon egal. Kriegen wir den kleinen? Einen habe ich verloren. Macht aber nichts. Wo ist der Kundschafter hin? Was will er eigentlich? Oh, er will meine Hacker. Das lassen wir aber nicht zu. Der will meine Hacker. Ich brauche mal kurz einen Horschposten. Ich sehe den nicht. Wo ist er? Ich brauche ganz schnell einen Horschposten. Der muss noch irgendwie leben. Ich will meine Kundschafter behalten, Junge. Oder Frau. Ja, der Kundschafter ist ein Junge. So. Also ich sehe ihn jetzt nicht. Aber irgendwo hier wird er wohl sein. Ist er stehen geblieben? Ist er außen rumgelaufen? Ist er doch gestorben? Man den nicht so aufdecken können? Hm, ich hoffe, der ist nicht mehr da. Leider nicht zu sehen. Einfach mal alles absuchen. Ach, 5 Sekunden noch, dann haben wir es geschafft. Deine letzte Partikelkanone, genieße sie. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Immer an der Stelle. Auch interessant. Wirklich spannender. Teure Kaserne hier. Einfach mal zerstören. Bin ich aber entrüstet. Verbrannte Erde. Ja, und du kannst hier ruhig noch mehr hinbauen. Und ihr stellt euch davor als Verteidigung. Wenn die alle Jubeljahre mal da aus dem Hinterhalt angreift, dann stört mich das auch nicht so groß. Fertig, schon wieder. Braucht noch mehr Hacker. Hierhin. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Die greift ja nicht mal mehr an. Bisschen doof. Ich kann nur Atomraketen bauen mal wieder. Und ich kann jetzt ihre letzte Partikelkanone zerstören. Oder ich lasse sie stehen und mache nur die Kraftwerke weg. Das wäre interessant. Aber sie hat noch so viele und die sind verbessert und... Sie kann halt 300%ige Verbesserung erreichen. 300%ige Effizienz. Und das ist einfach zu viel. Da mache ich lieber die Partikelkanonen selbst weg. Das geht dann schneller. Das ist direkt vor der Haustür. Das dauert nicht lange, bis die Artillerie dahin kommt. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Und da ist die dritte auch schon fertig. Angriff. Sie hier zu suchen. Hä, wo bin ich denn? Der Artilleriebeschuss, ich sehe ihn nicht mal auf der Karte. Aber er scheint unsere schon unterwegs zu sein. Ist bereit, General. Wir haben eine Ach, von oben kommt die. Stimmt, kommt die immer diagonal. Ruhe. Was könnte ich noch gebrauchen? Flugzeuge sind halt immer so eine Sache. Deaktivieren wäre auch nicht schlecht, ne? Und sonst noch was? An sich nicht. 1, 2, 4 Battlemaster. Nehmen wir 2. Ich
habe ihre Taktik lieber zwei als einen besser beförderten. Und dann würde ich hier oben nämlich hingehen. Das muss man ja früher oder später auch machen. Kann man da noch angreifen. Bing, bing, bing. Wieso habe ich so wenig Energie? Wegen der neuen Atomrakete wahrscheinlich. Einheit verloren. Hat nicht gereicht? Doch, hat gereicht. Perfekt. Dann kann ich da ja schnell die anderen schicken. Jawohl, der Avenger ist tot. Was zum Geier? Wieso ist er so stark? Der Bombenteppich, der ist ja gefühlt stärker als die nuklear bestückten Bombenteppiche. Jetzt hätte ich da gar nicht mehr hingemusst. Aber was soll ich sonst mit denen machen? Sind jetzt meine eigenen deaktiviert? Ach so, wegen den Scheiß. Das macht echt keinen Spaß mit so einem, mit diesen Patriot-Batterien. So, bauen wir da mal noch ein Kraftwerk hin oder noch eine Atomrakete. Ist ja dasselbe. Wenn es irgendwo hinpassen würde. Will er nicht. Will er nicht hinbauen. Der will aber. Der macht sich nicht so rum. So, der will gar nichts mehr bauen. Kommt er da nicht raus? Oder was? Hat er sich selbst eingemauert? Ja, geil. Dann baue ich halt hier was hin. Jetzt ist die nächste Atomrakete bereit. Ich kann ja im Prinzip hier das alles zerstören. Schau mal, das ist ja schon ganz gut. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Da kann nämlich auch nichts nachgebaut werden. Bisschen weniger Energie. Ich weiß nicht, ob das wirklich sich lohnt. Aber dann ist es schon mal weg. Na also. Und als nächstes, das Flugfeld nervt natürlich und die Kommandozentrale muss irgendwann weg. Aber sie... Ja, komm. Scheiß drauf. Die braucht sie ja nicht wirklich. So, der da unten, der ist ja doch rausgekommen. Hätte er ja gleich machen können. Zack. Und du baust mir noch mehr Kraftwerke. Die brauche ich dann dringend. Atomreaktoren für die Atomsilos. Juhu. Ich brauche noch mehr Strom. Aus der Luft greift sie jetzt auch nicht mehr an. Dagegen habe ich ja mal gar nichts. Tja, was soll ich mit den ganzen Hackern? Ich habe viel zu viel Geld jetzt. Wenn man halt keine Panzer bauen muss, was soll man dann machen? Kann man so Zeug noch holen. Und das hier brauche ich auch alles nicht. Kann ich trotzdem erforschen, upgraden. Weil ich ja theoretisch zumindest welche abwerfen könnte. Aber das Geld geht echt langsam rein. Upgrade verfügbar. Und da sind sie alle. Zweier befördert, ein paar sogar Dreier. Und da ist die nächste Atomrakete bereit. Wunderbar. Die nächste kann ich mir gar nicht leisten. Schade. Und dann kann ich so einen Scheiß angreifen, aber sie soll die Energie ja nicht gewinnen. Aber was mache ich mit dem Flugzeug sonst? Ich habe ja überhaupt keine Relevanz mehr. Das hier ist... War das nicht kaputt? Warum steht das wieder? Habe ich mit dem Emperor... Ach so, stimmt, ich habe es ja geladen dann und habe dann das wieder rückgängig gemacht. Weil es sich halt dann doch nicht gelohnt hat. Mal gucken, ob es wieder so stark ist. Ja, nicht ganz. Und das wird auch wieder repariert, also total für die Katze natürlich gewesen. Einheit verloren. Da wären noch Ressourcen, die nicht interessieren, also die da. Hat eh zu viel Geld. Apropos, jetzt können wir wieder was bauen. Dumm die dumm. Wir müssen halt leider nur warten. Aber dafür haben wir es jetzt schon fast geschafft. Und mein Artilleriebeschuss ist wieder da. Ich bin ein 5-Sterne-General. Alles wunderbar. Der letzte fehlt noch. Komm schon, du schaffst das. Streng dich an. Das können wir auch noch nehmen. Wird es werden? Der hackt einfach zu schlecht. Ein Nichtskönner. Aus dem dualen Studium bestimmt. Autolader. Upgrade verfügbar. Oh, ich sehe alles. Wie viel Bulldozer hat sie so? Überhaupt den einen, der nichts nachbauen kann und den noch. Zwei Bulldozer. Ja, ich mache halt erstmal die Kommandozentrale kaputt und gucke dann, wie es weiter läuft.
Ich warte mal, bis ich alle Atomraketen übrig habe. Oh, habe ich wieder Hacker hier. So, mehr brauche ich echt nicht. Kannst ja dich mal hier hinstellen oder so. So viel Hacker braucht kein Mensch. Hab sogar noch den Bohrturm da. Den einen zumindest. Was soll ich mit den scheiß Panzern machen jetzt? Nichts. Kann ich da mal angreifen? Ja, ich warte noch, bis weitere Atomraketen fertig sind. Oh, geht da mal hin. Einheit verloren. Nah ran. Und dann kann der sich nämlich nicht wehren. Tolle Battlemaster. Die sind gar nicht mal so schwach, muss man ja sagen. Dann kann man die noch befördern und alles. Das ist wenigstens hinüber. Ich würde gerne die beiden Bulldozer dann auch noch klein kriegen, bevor die irgendwas Neues aufbauen. Wenn das bloß so weit käme, aber wird das wohl nie. Ach du Schande. Ich hatte noch irgendwo noch... Wieso kommen die jetzt von da? Gatling-Geschütz, hilf mir! Wir warten auf Sie, General. Was machen Sie denn? Einheit verloren. Steckt euch an. Das lief ja nochmal. Ich habe nur meinen Horschposten verloren, aber was soll's. Dafür habe ich jetzt einen 3er Gatling-Panzer. Ich kann wirklich... Ich habe ja so viel Geld, da kann ich echt noch ein bisschen... was machen. Mehr als Gatling-Panzer brauche ich eigentlich nicht. Der lebt gerade noch so. Verloren. Nee, der lebt nicht mehr. Der hätte nicht in der Strahlung stehen bleiben sollen. Ich hätte aber gerne noch ein Kraftwerk. So. Und ihr sammelt mal weiter. So, versuchen wir es. Einfach mit einer Atomrakete, oder? Nein, ich treffe Vorbereitung. Bisschen mehr hier hin. Die andere bisschen mehr dahin. Dann kriege ich vielleicht noch ein paar Kraftwerke dazu. Jawohl. Genau so war das geplant. Aber natürlich hält dies aus. Brauchen wir eben noch eine dritte. So, da lasse ich mich ja nicht lumpen. Man sieht wieder nichts. Das Flugzeug kam natürlich nicht bis zur Waffenfabrik. Ihre Respektlosigkeit ist unerträglich. 3 Atomraketen dafür. Auch witzig. So, jetzt ist halt die Frage, wo kommen die Bulldozer, die beiden, die noch übrig sind? Darf ich die noch sehen? Damit ich die auch noch angreifen kann. Sie wissen nicht, was ihr erwartet, stimmt's? Na, ich kann einfach mal da drauf gehen. Da ist kein Bulldozer zu sehen. Aha, aber da geht einer jetzt hin. Einheit verloren. Ah, aber immerhin, das ist soweit gekommen. Jetzt sehe ich halt leider nicht, wo der Bulldozer ist, aber der wird wohl gleich hier vorbeikommen. Weil mich das die ganze Zeit schon nervt. Perfekt, den Bulldozer bekomme ich und einer könnte dann aber noch leben irgendwo. Ja, umsonst aufgebaut, du Armer. Jetzt habe ich gleich wieder eine Atomrakete bereit. Ja, ich gehe lieber auf wichtige Sachen. Also ich sehe den einen Bulldozer nicht. Es kann sein, dass er schon tot ist. Alter Schwede. Ist doch scheiße. Wieso? Kann doch nicht wahr sein. An der Stelle, wo man natürlich total hinkommt. Oh, Gatling-Panzer oder vielleicht sowas noch. Könnt ihr verschwinden? Ihr seid gerade voll im Weg. Ich brauche ich zwar nicht mehr, aber egal. Schießt mal drauf. Einfach drauf schießen. Diese scheiß Hacker sind jetzt im Weg. Naja, verlierst halt eine Atomrakete, was soll's. Geht doch mal weg da. Endlich schießt mal jemand. Und die wehren sich auch nicht groß. Da dachte ich habe jetzt alles abgedeckt, dann kommen sie doch noch von irgendwo. Aber die sind einfach zu schlecht gewesen. Wir haben es ja trotzdem nicht geschafft, mir irgendwie gefährlich zu werden. So, und die gehen da jetzt direkt wieder weg. Ihre heimischen Hinterrücksangriffe sind die einzigen, die noch gefährlich werden hier. Jetzt
habe ich natürlich hier nicht aufgepasst. Hoffentlich ist da kein Dings mehr. Wir haben eine Atom- ich wollte sicher gehen. Kann natürlich sein, dass jetzt das Strategiezentrum nicht zerstört wird. Aber immerhin. Ja, scheiße. Ne? Richtig scheiße. Mal gucken, ob ich bis dahin komme. Das wäre ulkig. Aber dann werden die eh gleich von den Petit-Batterien genervt. Ich finde es aber schön, dass die Atomrakete überlebt hat. Das ist schon mal gut. Einheit verloren. Yay, die sind sogar gelandet. Hat sich ja voll gelohnt. Wir bauen da nochmal sowas hin. Und die war es noch ein Kraftwerk. Mit der kann ich dann hier noch ein bisschen was zerstören. Ja, machen wir das. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Ist das wieder aufgebaut worden? Dann ist doch wieder ein scheiß Bulldozer irgendwie noch am Leben. Schade. Ja, da steht er. Solange die Kommandozentrale nicht wieder neu aufgebaut wird, dann nimmt er Schaden, aber er wird nicht sterben. Hoffentlich steht die Kommandozentrale nicht wieder. Das war alles umsonst. Jawohl, wenn er... Ja, komm, geh kaputt. Einheit verloren. Wenn der noch kaputt geht... Ja! Und hier hat er sogar auch nochmal was abwerfen können. Der Flugzeug. Cool. War gar nicht so geplant, aber der ist einfach in die Strahlung reingefahren. Selber schuld. Normalerweise macht die gar nicht so viel Schaden. Schön. Was steht ihr da alle dumm rum? Ihr sollt hacken. Ich hab viel zu wenig Geld. Ich habe einen Emperor am Anfang, glaube ich, gebaut, aber so wenig Emperors als Panzergeneral ist sonst sehr ungewöhnlich. Ich bin froh auf die nächste Mission, die hier erfüllt nicht ganz meine Erwartungen. Ich hatte so Bock am Anfang und dann kommt so eine dumme Mission hier. Die ist echt dumm. Ja, passt da noch was hin? Dann müssen wir ganz außen rumlaufen. Stellen wir die lieber so hin. Jede Menge Energie brauchen wir. Viel zu eng hier alles. Die ganzen Gatling-Geschütze brauche ich auch nicht mehr. Wir warten nur auf Atomraketen, die so lange brauchen. Viel zu lange. Passt hier noch irgendwo eine hin, zufällig? Komm, wir bauen die hier hin. So, da stört uns ja keiner. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind es dann. Damit sollte man doch mal was anfangen können. Ja, ich sehe wieder was. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Ja, kein Bulldozer übrig. Dann machen wir doch mal da weg. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Vielleicht kriegen wir hier noch ganz viele weg. Und hier oben hätte ich gerne das weg. Verschwinden Sie, General. Ja, ich glaube, sie hat gemerkt, wie aussichtslos ihre Lage ist. Ich bin aber kein Gentleman, habe ich nie behauptet. So, jetzt hat sie keinen Strom mehr. Jetzt kann ich auch mit dem Flugzeug theoretisch hinkommen. Der falsche Spruch zur falschen Zeit. Und? Yay! Hat sogar gereicht. Die Artillerie scheint schon fast wirkungsvoller als die Atomrakete zu sein. Und Ruhe. Habe ich gewonnen? Jawohl. 39 Minuten, perfekt. Recht chillig. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Das ist nicht fair. Noch eine Superwaffe und ich hätte gewonnen. Bla bla bla. Fordern Sie mich nochmal heraus, wenn Sie sich trauen. Beim nächsten Mal, ich nehme direkt weiter auf. Panzer 5 und dann hoffentlich mit ein paar Emperors. Bis dahin, tschüss.